Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um drei europäische, Regulierungsstellen, an denen wir interessante Informationen über unsere Energiewirtschaft feststellen können. Dabei haben wir einmal eine Aufsichtsbehörde, nämlich die ACER, und dann noch zwei Dachverbände, einmal für die Stromnetzbetreiber, die EnsoE, und für die Gasnetzbetreiber, die EnsoG. Das sind also drei Stellen, an denen wir aktuelle Entwicklungen mit Konsultationen zum Beispiel oder auch Veröffentlichungen von Richtlinien oder auch von allgemeinen Daten über den Zustand der Energiesysteme finden können. Und dafür steigen wir mal ein hier bei der EnsoG, also dem Gasnetzbetreiberverband. Relativ einfache Seite, ensog.eu. Und wenn man dann erstmal so geht in Richtung About und dann Members, kann man sich schon mal anschauen, wer macht da überhaupt mit, was ist das überhaupt. Und wenn man dann scrollt bis zu Germany, dann sieht man eben, okay, hier sind die deutschen Fernleitungsnetzbetreiber allesamt mit dabei. Also es alle sind, aber scheinen schon alle zu sein. Und da sehen wir dann eben, dass da ja offensichtlich das ein Verband ist von den Netzbetreibern überhaupt. Es fällt schon auf, dass hier sehr viele von Deutschland sind und bei anderen Ländern teilweise so einer im Regelfall, vielleicht mal zwei oder drei. Und das sehen wir besonders gut nochmal, wenn wir auf die Mitgliederkarte gehen. Und dann sehen wir hier überall meistens so einer, vielleicht auch mal zwei. In den großen Ländern und Deutschland, dann steht hier, see detailed map, man soll also noch auf die Detailkarte gehen, die ist hier unten in der Ecke, wo wir nämlich für den deutschsprachigen Raum sehen, also auch für Österreich und Schweiz, dass es hier mehrere gibt. Und in Deutschland ist es ja schon auffällig, dass da eine ganze Menge an Fernleitungsnetzbetreibern vorhanden sind. Das hat schlussendlich sicherlich auch mit unseren deutlich stärkeren Umsetzung von Unbundling-Vorgaben und Co. zu tun. Aus unserer Historie heraus ist das halt doch ein bisschen anders als in den meisten anderen Ländern. So, dann gehen wir aber wieder zurück von der Karte auf die Startseite und insbesondere dann hier bei sowas wie Network Codes und Guidelines kann man dann eben die Network Codes oder auch die Guidelines NC und GL zu verschiedenen wichtigen Themen sich anschauen. Zum Beispiel Balancing wäre dann eben schlussendlich der Ausgleich und insbesondere auch in Richtung von Bilanzierung, wo wir dann hier verschiedene Unterlagen zum Beispiel uns anschauen könnten. Also als Landingpage für Richtlinien und ähnliches ist das eine interessante Geschichte. Und dann haben wir zum Beispiel eine TÜNBE. Das steht für den 10-Year Network Development Plan, also praktisch der Netzentwicklungsplan. So kennen wir auch die Begrifflichkeit in Deutschland für unseren Ausbau und Entwicklungsplan unserer Netze. Der NEP, das ist in Deutschland ja ein ganz typischer Begriff, haben wir auch schon einige Videos hier drüber gemacht. Und auf Europa-Ebene haben wir eben auch diesen Network Development Plan hier mit 10 Jahren und darüber noch so Szenarios, wo wir dann also die Annahmen vor allem nochmal sehen können, die genommen werden, um dann den Netzentwicklungsplan praktisch auf dieser Grundlage weiter aufzubauen. Maps und Methodologies, das habe ich ja völlig versprochen, and Modeling, wo wir also auch die Methoden, die hier verwendet werden, um auf Datengrundlagen zu kommen, finden können. Okay, gehen wir mal weiter zu den nächsten. Da haben wir zum Beispiel die EnsoE. EnsoE, gleicher Ansatz, nur eben für Electricity. Hier haben wir natürlich dann auch unsere ganzen Stromnetzbetreiber mit dabei. Da müssten wir mal schauen. Ich glaube bei About und dann, oder war das doch hier, Go to About. Und dann Our Members sehen wir dann eben auch die Liste hier unten. Und wenn wir so ein bisschen scrollen, sehen wir dann hier eben auch irgendwann, habe ich das schon vorbeigescrollt? Habe ich hier, DE. Unsere 4 UNBs, auch da sehen wir, das ist eine Ausnahme. Die meisten anderen haben so ein, vielleicht zwei in ihrem Land. Und hier oben können wir dann auch nochmal in Zweifel draufklicken und sehen dann hier unsere 4 Stück mit jeweils einem Link auf deren Webseite. Also das ist auch die der Verband, in welchem sich die ganzen Übertragungsnetzbetreiber, die Transportnetzbetreiber befinden. Hier genauso Network Codes, wo wir also verschiedene Unterlagen finden können zu Richtlinien, wie sie die Netzbetreiber so durchführen müssten. Consultations, wir kennen unsere Konsultation in Deutschland.
wo wir zum Beispiel mit der Bundesnetzagentur oder dann eben auch bei den 4ÖNB so verschiedene Marktbeteiligungen eben für Weiterentwicklung finden können. Und hier haben wir dann eben auch den Hinweis, ne, welche Konsultationen laufen aktuell und wie lange laufen die noch, wo eben zum Beispiel exakt heute noch hier einmal ein Dateninput gewünscht ist. Und dann sehen wir so diverse weitere Geschichten, die über die nächsten Wochen und Monate entwickelt werden müssen. Und insbesondere hier unten, ne, mit FRR finden wir dann eben zum Beispiel auch unsere Regelenergie-Weiterentwicklung, die hier schon auf der Europaebene natürlich besprochen wird. Deswegen auch hier Balancing Service Providers, das ist dann eben schlussendlich Regelenergie. Auch hier Close Consultations, da sehen wir, was ist in der Vergangenheit gelaufen und können da im Zweifel auch nochmal draufschauen, zum Beispiel Offshore Network Development Plan, also die Offshore-Leitungen für die Windkraftanlagen, wie da die, der Entwicklungsplan schlussendlich aussieht. Also auch das sehr, sehr, sehr interessant. Wir gehen mal zurück wieder auf die Seite und würden dann neben Network Codes beispielsweise hier Data and Standardization gut finden. Gridmap ist super interessant, weil wir hier tatsächlich dann eine ausführliche Abbildung des europäischen Übertragungsstromnetzes sehen können und da auch reinscrollen können. Ihr seht ja hier überall Leitungen. Wir sind ja gerade mal in Richtung von Deutschland unterwegs. Das wird dann auch nachgeladen. Genau, dauert hier mal einen kleinen Moment. Und dann sehen wir hier unser Leitungsnetz, in diesem Fall mit dieser roten Darstellung. Jetzt könnte man sich erstmal noch so fragen, ja, wofür steht denn jetzt hier rot und grün und an anderen Stellen dann auch gelb, hatten wir schon gesehen. Dafür habt ihr hier links an der Seite eine Legende, die ihr dann einblenden könnt, wo ihr einerseits die Kraftwerke seht, die hier verzeichnet sind. Ihr seht dann hier immer so die kleinen, also fahnenähnlichen Strukturen, was dahinter steckt. Und dann weiter unten seht ihr hier die Leitungen, jeweils mit ihren Farben, Farbkodierungen. Ihr könnt aber auch einfach draufklicken. Und dann seht ihr hier, ne, es handelt sich also hier um eine 83 bis 400 Kilovolt Transmission Line. Das ist hier dann zum Beispiel bei grün nur eine 220. So. Und damit habt ihr hier eine super interessante Grundlage für Recherchen. Je nachdem, was ihr machen wollt, wenn es darum geht, das Übertragungsnetz nochmal ganz klar zu sehen, sogar so ein bisschen anklickbar, dann ist das hier die richtige Stelle. Super interessant, damit kann man gut arbeiten. Hier finde ich auch nochmal interessant, EICs. Wir haben an anderer Stelle schon über die Energy Identification Codes gesprochen, zuletzt beim Podcast über den Energy Service Anbieter, wo es ja darum ging, ne, wie wird man das? Man muss halt den Energy Identification Code als Marktpartner-ID für diese Marktrolle beantragen. Und hier können wir dann zum Beispiel nachvollziehen, wie ist das eigentlich europäisch komplett geplant, wo wir dann nicht nur so die allgemeinen Regelwerke dafür finden können, auch so das Schema, wie werden diese EICs gebildet, sondern dann neben der zentralen Vergabestelle auch hier die Local Vergabestelle und da ist beispielsweise hier der BDEW auch verlinkt, können dann hier abspringen auf die BDEW-Code-Seite, auch direkt auf die Code-Vergabeseite und uns damit weiter beschäftigen und uns eben auch anschauen, wie das in den anderen Ländern geregelt ist und wer das dort jeweils macht, wenn einen das eben auch mal interessieren sollte. Ja, und darüber hinaus finden wir hier also auch Statistiken, Planungen, auch hier eine Outlook ist dann immer so die Langzeitplanung, auch hier ne, der 10-Year Network Development Plan eben für den Strombereich, die Szenarios, die da als Grundlage genommen werden. Regionale Unterschiede. Hier aus diesem Bereich kommt ja auch die Geschichte der Preiszonensplittung zum Beispiel für den deutschen Markt. Das hatten wir uns damals ja auch angeschaut und waren hier auf der N2E-Webseite und schlussendlich die Publications, wo ihr auch hier die aktuellen, ne, zum Beispiel Positionspapiere oder Veröffentlichungen des Stromdachverbandes euch nochmal anschauen könnt. Und beispielsweise in so einem jährlichen Report findet ihr auch sehr, sehr interessante Erkenntnisse rund um diese Netzstruktur. Und dann zu guter Letzt, aber mega interessant ist eben noch ACER, ne? Agency for the Cooperation of Energy Regulators. Das ist also sozusagen der Dachverband für die Regulierungsbehörden, also unter anderem auch für die Bundesnetzagentur, aber natürlich ist es an sich eine Agency, also auch hier eine Agentur, die auf Europaebene das Gesamtsystem, also unseren Markt, unser Netzregelverbund und so weiter
oder das zusammenhängende Netz grundsätzlich planen soll, monitoren soll und Regelwerke auch hier aufstellen soll. An sich, unterhalb von D-Agency kann man sich erstmal anschauen, ne, wie wird das gemacht, wer steckt dahinter, wie wird das organisiert, was gibt es da für Arbeitsgruppen und so weiter. Und dann ganz klassisch, ne, unterteilt in Strom, Gas und so weiter. Und hier zum Beispiel Market Rules können man sich dann anschauen, ne, was ist hier für mich gerade interessant. Market Coupling ist so das Zusammenkommen der europäischen Einzelmärkte. Ne, Kapazitätskalkulation, Bidding Zone sind dann eben die für den Handel, ne, die Geburtszonen. Und ne, zum Beispiel Redispatching, Kapazitätskalkulation. Also ihr findet ihr auch viele Themen, auch bei Electricity Balancing zum Beispiel, rund um die Stabilisierung unseres Stromnetzes. Ne, gehen wir mal hier auf Exchange. Wo dann eben hier die UNBs, ne, TSO, Transmission System Operator ist der UNB auf Englisch, wo eben hier verschiedene erstmal rechtlichen Grundlagen genommen werden und wie dann hier die Zusammenarbeit in so ganz konkreten Bereich, ne, von schlussendlich eine Frequenz Reserven, also Regelenergie schlussendlich oder Kapazitätsreserven besprochen ist. Es ist halt alles auf Englisch. Das ist auch das große Dilemma für die, die sich schon mit deutscher Bürokratie auseinandersetzen müssen in unserem Bereich. Hier ist es dann natürlich nochmal englischsprachige Bürokratie. Muss man auch Bock drauf haben. Aber macht das ruhig mal. Was hier auch interessant ist, würde ich mal sagen, unter Documents findet ihr einerseits Official Documents, wo zum Beispiel auch hier Guidelines veröffentlicht sind, also wieder Regelwerke, Richtlinien für die Branche, für den Markt, und unter Publications zum Beispiel dann auch, naja, so Berichte, könnte man sagen. Ne? Market Monitoring Report für 2024. Was sind die Schlüsselentwicklungen in der EU im Bereich von ja, Strommärkten schlussendlich? Oder auch der Acer Monitoring Report für na, schlussendlich die Tätigkeiten der Aufsichtsbehörden und der Regulierung dahinter. Also das ist durchaus interessant für jemanden, der sich tiefgreifend damit auseinandersetzen will, wie sich das große Ganze unserer Branche verändert. Wir haben hier ja die nächsthöhere Ebene, die dann nochmal auf die deutsche Ebene übertragen werden muss. Das heißt, wenn hier zum Beispiel dann schlussendlich festgehalten wird, Deutschland muss zum Beispiel diese Preiszonen jetzt mal entwickeln, dann werden die UNBs und weitere Betroffene natürlich ins Benehmen gesetzt und dürfen das dann weiter ausarbeiten. Aber die Grundlage für diese Entscheidung oder auch für die für diese Richtungsweisung, die kommt natürlich von der EU-Ebene und ist deswegen hier auch schon besprochen. Ihr findet hier auch zum Beispiel Public Consultations, ne, wo man einmal draufgehen könnte, und wir müssten hier nämlich auch eine aktuelle haben, genau, Open Consultations, wie hier auch das Thema wieder Frequency Restoration, also schlussendlich Frequenzwiederherstellung, Netzstabilitätswiederherstellung und wie da nicht nur ich sag mal, das Einbinden der Anlagen, sondern auch hier die Preisfindung organisiert werden soll. Das läuft bis zum 23. April 2024, ist also ein ganz aktuelles Thema. Hier kann man sich zum Beispiel auch in den Newsletter einfach eintragen lassen. Und das wäre auch meine Empfehlung für jemanden, der sich jetzt grundsätzlich mal damit beschäftigen will. Ihr habt auf all diesen Seiten jeweils Möglichkeiten, euch einzutragen. Hier zum Beispiel, ne, Powerful Newsletter. Und dann auch hier, wie gesagt, für die Konsultation eintragen lassen, und dann kriegt ihr das zugeschickt. Dann haben wir zum Beispiel auch nochmal den Bereich Data. Das ist natürlich auch mega interessant. Da gehen wir einfach mal spontan drauf und haben auch hier jede Menge Übersichten. Die sind auch teilweise deutlich mehr snackable. Also kann man sich einfach mal auch nebenbei anschauen und verstehen. Sie sind natürlich im Regelfall auch hier englischsprachig, was wird eben europaweit gemacht, um zum Beispiel hier das Stromnetz stabil zu halten, wird hier ein bisschen weiter beschrieben. Und ihr seht, da sind jede Menge weitere Seiten, ist also durchaus sehr interessant. Und zu guter Letzt, wer sich jetzt hier nirgendwo so registrieren will oder in Newsletter will, einfach regelmäßig mal auf diese Startseite gehen, die sich einfach mal irgendwo als Lesezeichen abspeichern. Und dann einfach mal ein bisschen runterscrollen und schauen, ist hier irgendwas Interessantes, was mich interessieren könnte in irgendeiner Form, wo es eben aktuelle Entwicklungen gibt. Und beispielsweise auch hier Webinare für die Weiterentwicklung dieser
Regulierungsgeschichten. Da ist eine ganze Menge Interessantes mit dabei. Jawohl, soweit erstmal insgesamt dazu. Das Dilemma an dem Ganzen ist, es ist wirklich viel. Ne? Also wir haben auf deutscher Ebene ja schon unsere Aufsichtsbehörden. Wir hatten ja letztens erst mit der großen Beschlusskammer uns angeschaut, dass es mittlerweile 6 Beschlusskammern bei der Deutschen Bundesnetzagentur gibt, die sich mit Energiethemen beschäftigt. Wir haben unsere diversen Marktregeln, die für uns relevant sind, Branchenverbände, Gesetzgeber und Co. Und dann haben wir eben nochmal auf der Europaebene unsere ACER. Wir haben unsere ENSO E für Stromnetze, wir haben die ENSO G für Gasnetze. Und das ist dann langsam aber sicher schon relativ viel. Und dementsprechend, wen es interessiert, der sollte halt mal schauen, ob er einen Weg findet hier rein in zum Beispiel diese Newsletter oder eben na, Startseite als Lesezeichen mal abspeichern und einfach einmal im Monat draufklicken, gucken, ob es was Aktuelles, Interessantes gibt. Es ist halt im Regelfall immer auf Deutsch, immer auf Englisch, eben nicht auf Deutsch. Aber zum Beispiel mit sowas wie ChatGPT kann man sich natürlich auch einzelne Seiten einfach mal in ein relativ gutes Deutsch übersetzen lassen. Okidoki. Ich wollte euch das mal zeigen, weil das ist eine super interessante Quelle. Ich gehe da auch für meinen Geschmack zu selten drauf und finde aber jedes Mal wieder was Interessantes oder aktuelle Entwicklung. Und wir müssen vor allem bedenken, dass das immer noch die etwas vorgelagerte Ebene ist. Das heißt, wenn hier etwas passiert auf Europaebene, hat das eine durchschlagende Wirkung auch auf die deutsche Ebene. Im Zweifel ein bisschen später. Und wenn man schon früher weiß, was auf Europaebene beschlossen wird, dann weiß man auch, was in 2-3 Jahren auf deutscher Ebene noch auf uns wartet. Das ist ja bei EU-Richtlinien und dann deutschen Gesetzen genau das Gleiche. Meistens so mit 2-3 Jahren Verzug kommt es dann auch auf unsere nationale Ebene. Okidoki. Erstmal soweit dazu. Habt ihr Fragen, Anmerkungen und Co.? Habt ihr mal was Interessantes gefunden bei ACER, ENSO E, ENSO G? Dann gerne unten in die Kommentare schreiben. Ansonsten wie immer, like das Video, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr auch die nächsten Videos nicht verpasst. Und wie immer, bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.